Es ist endlich wieder soweit, Leute. Die dritte Liga geht los. Ich freue mich sehr, 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 sehr drauf, dass Fußball in Deutschland endlich wieder beginnt. Und ihr wisst natürlich traditionell Prognose-Game. Bleibt dran, wir lösen auf, ich löse auf, wer wo positioniert ist. Und ihr wisst, ja, hier ist wieder vor mir Tabellenrechner vom kicker.de. Und ich habe hier noch das Ganze wieder zu. Ich darf jetzt nicht gucken, sonst spoiler ich. Und habe wieder natürlich die 38 Spieltage durchgetippt, ohne die Tabelle zu sehen, mit wie die Transfers waren, wie die Mannschaften so denken, wie die Trainer so denken und vieles mehr. Und ja, da ist natürlich was entstanden. Ich möchte wieder anmerken, ist nicht meine offizielle Meinung, sondern es ist ein Spiel. Und ich sag mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier aufmache, mein Bauchgefühl, wie ich getippt habe. Rostock 1, Dresden 2, Saarbrücken 3. Im Abstieg würde ich sagen, Verl, Viktoria Köln, vielleicht die 60er, wenn ich Pech habe, mal gucken, und Hannover 2. Also mal sehen, wie falsch lag ich. Ich liebe diesen Moment immer. Ich weiß auch immer nicht, wie ich das für euch reagieren soll, weil, ja, manchmal bin ich geschockt, manchmal nicht. Ich bin sehr gespannt und... Okay. Also, krass, mit einem Verein mich voll vertan. Was? Im Abstieg habe ich mich auch voll vertan. Holy gitty schnolly knolly. Oh, Shitstorm is incoming. Krasser Shit. Ich bin gerade ein bisschen Bananensaft. Okay, dass die doch so schlecht sind. Ich habe die eigentlich weiter oben jetzt erwartet. Abstieg aber ist bei mir jetzt schon wahrscheinlich tote Hose. Aufstieg ist für mich auch nicht ansatzweise, habe ich das so gewollt. Nicht ansatzweise. Okay, wir gehen rein, Leute. Die Auflösung. Und das ist, das wird so wild, Leute, heute. Ich sag dir das. Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich noch glaubwürdig bin, Freunde. Bevor es aber losgeht, muss ich euch nochmal sagen, wie lief es denn eigentlich jetzt in diesen letzten Jahren? Und ich muss sagen, letztes Jahr war dritte Liga bei mir unterirdisch. Wie ihr seht, 119 Punkte geholt. Mein Bestes war 2019-20. Wann schaffe ich es mal unter die 90 Punkte? Mittlerweile glaube ich gar nicht, Freunde. So sieht das Ganze aus. Und wir schauen jetzt mal rein, was so die Trainer getippt haben. Und da muss ich sagen, auch da wird man heute wieder Unglaubwürdiges auf meiner Seite sehen in diesem Prognose-Game. Denn es gibt den einen oder anderen Verein, der von Trainern hier erwähnt wurde, wo ich sage, wir sehen also, 11 Trainer sagen, Dresden wird Nummer 1 Aufstiegsfavorit, dann Rostock, 9 Stimmen, Saarbrücken, 8 Stimmen, 5 kriegt Bielefeld. Kann sein, ich möchte Bielefeld nichts vorwerfen, finde ich nach der letzten Saison krass, dass sie 5 Stimmen bekommen. Osnabrück 4, Wien 3, die 60er 2 und Sandhausen und Ingolstadt bekommen eine Stimme, Freunde. Und ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Wir haben hier wieder eine Tabelle. Ich erzähle ein bisschen drüber, gebe ein bisschen Gas. Will gerne, dass die Videos mal unter 20 Minuten kommen, weil es dauert immer zu lange. Aber egal. Wir legen los, wo ich sage, mit einem Team, die ich eigentlich meiner Meinung nach okay positioniert habe. Manche werden wohl nicht meiner Meinung sein. Und das ist Bielefeld. Also ich bin mal gespannt. Schreibt unter die Kommentare, was ihr so seht oder wie ihr das so seht. Klar, Fans vom Verein werden wieder irgendwie disliken oder mich shitstormen, weil sie einfach nicht klarkommen mit Meinungen über ihren Verein. Aber ist es ja auch nur ein Prognose-Game. Ihr wisst ja, es ist nicht offiziell meine hundertprozentige Meinung. Es ist ja ein Spiel, wo man alle 38 Spieltage tippt und nicht weiß, was kommt wirklich in der Tabelle raus. Und Bielefeld habe ich mir schon so zu Herzen genommen. Ja, die können sich jetzt etablieren, die können vielleicht oben mitspielen. Sehe sie aber schon nicht unbedingt stabil genug für einen Aufstieg. Deswegen, also wenn sie jetzt so Platz 8, 7 gewesen wären, wäre ich vielleicht noch glücklicher gewesen. Ich glaube aber, es kann auch voll nach hinten losgehen. Viele, ja, Veränderungen finden ja statt bei Bielefeld. Und kann auch unten bleiben, ja, also dass sie unten im Abstiegskampf bleiben. Da bin ich eigentlich so im Mittelfeld ganz gut, egal wie es kommt. Wir kommen zur nächsten kleinen Überraschung, weil heute gibt es irgendwie nur unglaubwürdige Überraschungen. Obwohl, so ungläubig ist das gar nicht mit TSV 1860 München.
da bin ich ein bisschen gespaltet, wirklich nachzuvollziehen, in welche Richtung es gehen wird. Die 60er-Fans können gerne mal schreiben, wo seht ihr euch? Wieder mehr im Abstiegskampf, mehr im Aufstiegskampf. Da konnte ich irgendwie nicht so wirklich rausfinden, in welche Richtung es gehen könnte. Und habe mich dann eigentlich mehr für Abstiegskampf entschieden, muss ich zugeben. Und das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie Bielefeld. Bin ich, glaube ich, im Mittelfeld ganz gut, weil wenn sie da oben kommen, tut es nicht so weh, viele Punkte zu sammeln. Und runter auch nicht. Und wir kommen zum nächsten Verein, wo ich kann jetzt nur für mich sprechen, das seht ihr vielleicht anders, ein bisschen unglaubwürdig, Überraschung ist, und zwar Viktoria Köln. Warum? Ich muss euch zugeben, man hat ja immer so eine Idee beim Tippen. Man vergisst ja, was man, wenn man am 24. Spieltag tippt, weiß man ja schon gar nicht mehr, was man am 4. Spieltag getippt hat. Man hat aber im Kopf, oh, den habe ich, glaube ich, viel zu viel Siege gegeben. Oh, den habe ich viel zu viele Niederlagen gegeben. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr das Spiel mitspielt. So geht es mir dann manchmal. Und bei Viktoria Köln hatte ich aber so im Kopf, okay, die können Klassen halt schaffen. Ich sehe sie aber, weil die Konkurrenz so krass geworden ist in der dritten Liga, eher unten im Abstiegskampf eher, ne? Natürlich ist Viktoria Köln immer so eine Mannschaft, die mal für Überraschungen sorgt und jetzt auch gut dabei ist in der dritten Liga. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie so auf Platz 16, 15, 14, 17 gesehen. Deswegen überrascht es mich persönlich, dass sie plötzlich auf Platz 12 landen. Muss aber zugeben, so wie ich Viktoria Köln in den letzten Jahren kenne, könnte das vielleicht sogar ein Häkchen am Ende der Saison bedeuten. Wir werden sehen. Für mich persönlich kommt die nächste unglaubwürdige Überraschung. Eigentlich ist es sportlich betrachtet nicht unrealistisch, aber ich sage euch auch warum, nämlich Alemannia Aachen. Und ich muss euch sagen, ich habe eigentlich keine Affinität oder Fanbindungen zu Alemannia Aachen. Trotzdem, weil ich auch mit dem Verein, als sie noch höher gelegen haben in den Ligen, groß geworden bin. Ich gönn's dem Verein so heftig, ich gönn's den Fans so heftig, back im Profifußball. Und warum sage ich unglaubwürdige Überraschung? Ey, beim Tippen, ich war mir so sicher, dass ich diesen Verein genauso ähnlich angesetzt habe wie Ulm und Preußen Münster letztes Jahr. Also nicht wie ich sie angesetzt habe, sondern wie Preußen Münster und Ulm die Saison beendet haben. Ich glaube, das ist aber nur meine persönliche Überzeugung, es gibt jedes Jahr immer meistens einen Aufsteiger, der die dritte Liga richtig rasiert. Vor zwei Jahren war es hier Viktoria Berlin und so. War es vor zwei oder schon vor drei Jahren? Mein Gott, ich werd alt. Letztes Jahr Ulm und Preußen Münster. Und ich habe das Gefühl, dass Alemannia Aachen dieses Jahr es machen wird. Vielleicht nicht unbedingt Aufstieg, aber richtig weit oben. Und ich hatte eigentlich so getippt, meiner Meinung nach, dass Aachen so P6 machen wird. Jetzt sind die 13. Deswegen überrascht es mich persönlich. Euch vielleicht nicht, weil ein Aufsteiger, der 13. wird, nicht wirklich viel mit dem Abstieg zu tun hat, nur so ein bisschen Hallöchen sagt, ist eigentlich ja nicht unrealistisch, ne? Kommen wir zu Platz 14, finde ich eigentlich gerechtfertigt. Unterhaching, eine Mannschaft, die ich wirklich wieder schwer einschätzen kann, weil sie natürlich auch Qualitäten haben, oben stabil dabei zu sein, aber auch wieder unten. Ich weiß nicht, wo sie positionieren soll. Und es gibt so krasse Vereine in dieser dritten Liga, bis auf die blöden Amateure. ich nicht wusste, wohin damit. Hab mich dann so fürs Mittelfeld entschieden. Und ihr wisst ja, wie es läuft, wenn man sich für so ein Mittelfeld entscheidet und dann tippt und dann sagt, oh, da können sie verlieren. Oh, da machen sie unentschieden. Ja, dann kommt am Ende dann halt sowas raus. Und Platz 14. Ich tippe mal, dass sie mir 2 bis maximal 4 Punkte aufs Konto packen oder vielleicht sogar ein Häkchen. Nach der Saison werden wir dann im Mai, Juni nächstes Jahr erfahren. Und jetzt kommen wir zu Platz 9, also wir gehen jetzt erstmal ein bisschen nach oben. Und da kommt für mich eine Mannschaft, die auch wieder für mich etwas überrascht. Für euch vielleicht auch wieder nicht unrealistisch ist. Ich persönlich finde sie zu weit oben, und zwar Borussia Dortmund 2. Haben in den letzten Jahren eigentlich solide rasiert. Ich habe mir aber gedacht, in diesem Jahr wird es vielleicht doch ein bisschen so, dass mehr dastehen, wo jetzt Alemannia Aachen steht. Also ich hätte mir persönlich gewünscht, dass Dortmund 2 und Aachen getauscht wären hier. Das hätte ich ein bisschen cooler gefunden. Vor allem, kleiner Spoiler voraus, bestes Amateurteam hier bei mir in der dritten Liga, obwohl ich da, und da kommen wir gleich noch zu Stuttgart, Stuttgart irgendwie bauchgefühlsmäßig als beste Amateurmannschaft in diesem Jahr sehe. Mal gucken, wie falsch ich liege. Ich habe ja schon gesagt, unglaubwürdige Überraschungen. Die nächste unglaubwürdige Überraschung ist vielleicht gar nicht so ungläubig, nämlich Waldhof Mannheim. Da muss ich sagen, ich glaube, die werden mir richtig Punkt aufs Konto ballern. Liebe Monnem-Fans, nimmt's mir nicht übel. Ich bin ja FCK-Fan und trotzdem sehe ich eurer Mannschaft irgendwie mehr als ihr euch selbst. Folgender Punkt.
Mannheim vom Kader her, boah, ne? Von der letzten Saison her, boah, ne? Sieht man eigentlich die Mannschaft wieder im Abstiegskampf und gerade so Klassenerhalt. Aber ich muss euch sagen, ich bin, trotz dass er jetzt zu Mannheim gegangen ist und es auch ein bisschen wehtat, ein unfassbar großer Marco Antwerpen-Fan. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so wie man in den letzten Jahren bei Kaiserslautern und auch bei den anderen Vereinen ihn erlebt hat, der hat einfach die verdammten Eier, egal mit was für ein Kader, eine krasse Mannschaft zu, aufzubauen. Ja, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, Mannheim muss wieder mehr nach oben kommen, ja, in dieser Saison. Und es ist vielleicht hier schlauer, wenn ich Punkte sparen will. Ich bereue es natürlich, wenn er es nicht schafft und die spielen wieder unten rum, weil dann gibt es ganz schön Punkte auf die Tonne. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Also einfach mal als neutraler Sportsfan und nicht als FCK-Fan einfach mal gesagt, mich überzeugt einfach Marco Antwerpen und glaube, dass Mannheim wieder stabiler wird. Wir kommen zu Platz Nummer 7 und da, glaube ich, kann man sagen, ist glaubwürdig, vielleicht auch nicht, und zwar SV Sandhausen. Habe ich ein bisschen mehr so auf P3 und 4 im Kopf gehabt beim Tippen. Am Ende, ja, 7. Es, ehrlich gesagt, finde ich Mannheim, Bielefeld, die 60er und Haching bisher am schwierigsten mit Sandhausen, ja, zu bewerten. Und wir kommen jetzt zu Platz Nummer 15. Und ehrlich gesagt, das hat, bin ich der Meinung, dass das nicht so unrealistisch ist, obwohl vielleicht sogar einer sagt, sie werden im Aufstiegskampf dabei sein, und zwar FC Ingolstadt. 15. mag vielleicht viel zu schlecht sein in diesem Prognose-Game. Das möchte ich schon zugeben. Es hat auch nichts mit der Trainerin zu tun. Ich finde das mega geil irgendwie. Also ich muss euch eine Sache sagen. Ich bin total für Gleichberechtigung für Frauen. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich überhaupt nicht feiere und nicht supporte, ist, Frauen und Männer in einer Sportart zu mischen, wo körperliche Aktivität relevant ist. Weil es ist nun mal biologisch ganz klar, dass das nicht funktioniert. Aber warum nicht als Trainerin? Weil das hat ja nichts mit der körperlichen, muskulären, biologischen Situation zu tun. Frauen sind ja genauso intelligent und mega coole Wesen, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Auf was ich hinaus will ist, ich finde das geil. Warum nicht? Say what? Ich finde das sehr, sehr geil. Es hat auch nichts mit ihr zu tun oder so. Ich denke halt einfach, sie haben halt wichtige Spieler verloren. Kaiserslautern hat Mause geholt. Da sprechen wir dann im zweiten Liga-Video drüber. Und ich weiß nicht. Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass Ingolstadt ja ein bisschen instabiler sein könnte. Würde es aber auch mega feiern, wenn sie das schafft, mit den Jungs aufzusteigen. Würde ich geil finden. Egal, wir machen weiter mit Nummer 16. Und ihr wisst, traditionell packe ich Verl immer so in die Richtung Platz 13 bis Abstieg. Weil die Mannschaft klar Qualitäten hat, sich zu halten, aber auch immer auch ein Potenzial für Abstieg. Deswegen will ich nicht so viele Punkte hergeben und packe sie lieber dahin. Ich muss euch zugeben, ich habe ehrlich gesagt vom Kopf her wieder gedacht, das ist einer der drittschlechtesten Teams in diesem Jahr. Es wird halt nun mal echt schwerer, weil es ist Wahnsinn. Gefühlte geilste zweite, erste Liga in der dritten Liga. Ja, so viele Traditionsvereine. Es ist so geil. Dritte Liga sollte man nie verpassen. Macht genauso viel Spaß wie die anderen Ligen, sich reinzuziehen. Ja, ich habe es vorhin schon gespoilert bei Dortmund 2, jetzt können wir es nochmal ansprechen, Stuttgart 2. Ich schwöre, ich hatte die ganze Zeit beim Tippen gedacht, ich muss Stuttgart mal ein paar Niederlagen geben, weil ich glaube, die sind schon auf Platz 4 oder so. Das war eigentlich so mein Gedanke. Witzig, wie man sich da täuschen kann, ne? Richtig krass, wie man sich da täuschen kann. Jetzt sind die auf Abstieg, ich glaube es nicht. Ich würde sogar eher fast schon, na gut, Dortmund würde ich nicht auf Platz 17 packen, aber ich würde Stuttgart schon eher viel höher sehen. Ich habe das Gefühl, dass die Amateurmannschaften stabileren Fußball in diesem Jahr spielen als die A-Mannschaft, aber vorsichtig ausgedrückt. Und ich glaube nicht, dass Stuttgart 2 absteigen wird. Deswegen auch hier wieder eine unglaubwürdige Überraschung meiner Seite aus. Und wir kommen zu Platz 18. Auch das finde ich so eine schwierige Situation. Und zwar Rot-Weiß Essen. Liebe Essener, bitte nicht sauer sein. Ehrlich gesagt war ich hier auch gerade, wo ich vorhin das Ding abgezogen habe, ein bisschen schockiert, dass sie auf Abstieg gelandet sind. Habe ich nicht gedacht. Ich habe so Platz 13, 14 im Kopf gehabt, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe so gedacht, dass Verl, Viktoria, Köln so ein bisschen eher da unten sind. Und eine Mannschaft, die gleich kommt, ist unten, die ich auch gedacht habe. Nämlich letzter. Kleiner Spoiler. aber Essen, ich weiß nicht. Gut, man muss zugeben, ist natürlich ein Kandidat für Abstiegskampf. Ja,
kann aber auch wieder ein Kandidat sein, die überraschen. Haben sie ja auch schon bewiesen. Ich finde halt, die dritte Liga ist halt allgemein so unberechenbar. So unfassbar unberechenbar. Krasser als zweite und erste Liga. Deswegen ist es auch sehr schwer, das Ganze. Und jetzt kommen wir zu Platz 19, Energie Cottbus. Und da war ich von mir selbst ein bisschen geschockt enttäuscht. Ja, die werden es wahrscheinlich schwer haben. Aber auch hier sage ich, wie Alemannia Aachen, Euphorie ist da. Geile Mannschaft. Auch damit bin ich groß geworden, als sie noch zweite Liga und Schieß mich tot gespielt haben. Und ich sehe eigentlich sie nicht wieder im Abstieg. Aber ich bleibe der Meinung, dass sie es schwerer haben werden als Aachen. Kann mich auch fucking täuschen, ne? Guck mal, die Punkte auch. Seht ihr auch 40, 40, 37, 37. Bis hin zu Unterhaching. Gerade mal nur 6 Punkte Abstand. Also da war ich schon wirklich, boah, da sind alle wieder eng dabei. Ne? Da merkt ihr schon, alle eng dabei. Ich glaube, eher oben habe ich es ein bisschen verkorkst mit den Punkten, muss ich zugeben. Verkorkst habe ich es auch mit Platz 20 mit den Punkten, weil ich glaube, so schlecht sind die absolut nicht. Nämlich Hannover 2. Also da habe ich ein bisschen verkackt. Bitte guckt nicht auf die Punkte. Die werden meiner Meinung nach, glaube ich, safe auch so die 30-Marke knacken. Vielleicht auch mehr. Irgendwie hatte ich aber so das Gefühl, es gibt immer eine Amateurmannschaft, so wie letztes Jahr halt Freiburg 2 oder so, die es halt einfach nicht packen. Und das habe ich mir irgendwie bei Hannover gedacht, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit, Energie und Potenzial sie in die dritte Liga stecken wollen, wenn sie der zweiten Liga Gas geben wollen. Also kann es ja auch nicht wie beim Aufstiegskampf gegen Würzburger Kickers auch noch Profis rüberpacken. Dafür hast du ja gar nicht die Möglichkeit. Deswegen, ich weiß nicht. Also, ich denke, Hannover sich so zwischen Platz 18 und 20 zu packen, ist erstmal nicht unbedingt falsch. Kommen wir zu den Aufstiegsrängen, Leute. Und da haben wir auf Platz 6 die nächste Überraschung, die unglaubwürdige Überraschung meiner Meinung nach. Und zwar, ich kapier's nicht. Wie konnte Saarbrücken jetzt nur Sechster sein? Ich war mir so sicher, Zweiter oder Dritter beim Tippen. Ich glaube, dass sie es dieses Jahr schaffen werden, aufzusteigen. Und auch, wie gesagt, wenn wir da so einen riesen Beef immer mit Saarbrücken haben, Rivalität mit Kaiserslautern, ich würde es geil finden, mit denen in der zweiten Liga wieder die fucking Derbys zu haben, so richtig abzufackeln. Ja, ich weiß noch, ich war als Content Creator zuletzt auf dem Betzenberg als Content Creator gegen Saarbrücken, wo man weniger die gefetzt haben. Und das war auch der letzte Sieg von Marco Antwerpen damals, bevor er entlassen wurde. Leider. Und ja, boah, also ich würde es ganz cool finden, ne? So vom Derby-Level her. Und die haben halt auch schon die Möglichkeiten, es zu schaffen. Letzten Jahr zu viele Fehler am Anfang der Saison gemacht und am Ende noch richtig gut drangekommen. Dann hat genau das halt gefehlt, vor Anfang der Saison halt es noch zu schaffen, ne? Platz 6 finde ich jetzt krass. Jetzt echt weiter oben gesehen. Kommen wir zu Platz 5 und da finde ich es wieder, die sind mir zu weit oben. Nämlich Erzgebirge Aue. Klar, so Platz 5 bis 8, zuletzt Saison auch nicht ungefähr falsch gewesen, ne? Aber ich weiß nicht, klar, es gab auch wieder Stimmen, dass es Aue packen kann. Bin ich ein bisschen gespaltet. Und jetzt kommen wir auf Platz 4 und 3 zu zwei Teams, die ich eigentlich nicht im Aufstiegskampf sehe. Es gibt ja immer so Teams, die im Abstieg nach der zweiten Liga irgendwie erstmal doch ein bisschen sich erstmal etablieren müssen, geschockt sind, nicht den Fuß finden. Und da muss ich sagen, sehe ich eigentlich auch Wien. Also, ich wünschte mir ehrlich gesagt, ich hätte mehr Aachen dahin geparkt und Wien auf 13. Sorry, lieber Mocky und alle. Ich sehe Wien wieder so irgendwo, wir müssen erstmal damit klarkommen, dass wir wieder dritte Liga spielen. Kann mich auch täuschen. Viele sagen ja, Wien ist wieder Aufstiegsfavorit. Aber es gibt immer einen Absteiger, der komplett ist. Und da sehe ich Wien eigentlich am größten Opfer. Es gibt aber auch noch ein Team, das vielleicht auch noch ein großes Opfer werden kann. Wieso ich das auch wieder so ein bisschen weird finde, dass wirklich bei mir Osnabrück Dritter geworden ist. Für mich unglaubwürdig überraschend, wie so heute mein Titel ja heißt. Finde ich schon ein bisschen hardcore. Ich würde jetzt Osnabrück jetzt unbedingt als Kacke abstempeln, aber so Siebter oder so hätte ich jetzt eher gesagt. Wenn sie es natürlich schaffen, gönne ich. Würde ich mich natürlich für die Jungs und Mädels freuen. Aber finde ich ein bisschen heftig. Und wir kommen zur nächsten Überraschung. Minimale Überraschung. Und zwar, ich war mir so sicher, dass ich Rostock auf Platz 1 geballert habe. Ich wette mit euch, die Fans, das Stadion, die Stadt, die werden so in der dritten Liga eskalieren. Ich glaube, es wäre ein Riesenskandal, wenn Rostock nicht in den Top 2 ist. Bin mir ganz sicher, dass die eigentlich, wenn sie nicht sich dumm anstellen, um mal frech zu sagen, den Aufstieg
wieder packen sollen. Und eigentlich war mir ganz sicher, dass ich Rostock auf 1 geballert habe. Aber dann war ich schockiert gerade eben, als ich die Tabelle gesehen habe. 90 Punkte Dresden am Wegrasieren. Nee. Natürlich sehe ich Dresden auch absolut im Aufstiegskampf. Aber nicht 11 Punkte voraus. Ist natürlich nicht unrealistisch für so eine dritte Liga. Auch wenn wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass der oben rasiert, plötzlich einstürzt. Wie Jan Regensburg und so. Ne? Aber finde ich schon ein bisschen hardcore, muss ich sagen. Es ist nicht unrealistisch. Also ich finde die Tabelle, wenn man jetzt mal meine ganzen Stimmen und Meinungen und blablabla wegdenkt, es ist keine, Punkte auch vielleicht ein bisschen wegdenkt, es ist keine unrealistische Tabelle, aber ich glaube, es wird nicht so kommen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es so kommt, Leute. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wenn ihr mögt, kommt bei Discord vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Ballert da eure Prognosen mal rein, denn ich will vielleicht noch eine Reaction darauf machen. Und auch in der Videobeschreibung. Link zur ersten, zweiten und dritten Liga. Kicktipp, kommt vorbei. Ich will gegen euch duellieren. Ich will wissen, wie ihr so tippt. Freue ich mich mega drauf. Auf geht's, rein da und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.